Hallo! Wir sind angekommen. Unser Bulli steht da oben. Das zeigen wir euch auch gleich nochmal, der Platz. Aber das mussten wir euch einfach zeigen. Diese Aussicht. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich würde die Kamera nochmal drehen. Ja, Momento, Meter. Das ist okay. Ja zum Kotzen hier jedes Mal. Also, das seht ihr gleich. Wartet eine Sekunde. Der Mann ist schon wieder so schnell. Mein Gott. Stückchen weiter. Ja, weil wir wollen einfach mal auch das genießen. Das, was wir sehen, sollt ihr jetzt erstmal sehen und gleich seht ihr es viel besser. Das ist Spannung für Spannung, die Leute. Ihr habt bloß den Vorteil, dass ihr vorspulen könntet, aber es lohnt sich nicht. Vielleicht erzähle ich auch einen Blödsinn und das wollt ihr verpassen. So, jetzt darfst du drehen. Ja. So, was für eine mega Aussicht hier. Genau. Die haben wir selbst oben von unserem Platz. Also, da kann man echt nicht meckern. Aber von hier unten ist natürlich, also von hier oben ist schon echt super. Oder auch hier unten, wo wir jetzt stehen. Ich würde behaupten, dass da hinten... Moment. Also von den Gebäuden her, das könnte Bardolino vielleicht versuch sein. Versuch mal da nochmal durchzukommen. Das so. Werden wir gleich mal eruieren und euch dann einblenden, ob das wirklich Bardolino ist oder nicht. Aber schaut euch mal bitte diese Landschaft hier an. Ist doch total schön. Und man muss eins sagen, es ist auch total warm. Wir haben gerade 18 Grad. Und das am 4. 16 Grad. Am 4. 16. November. Aber gut, Auto hatte eben ein bisschen mehr gesagt. Ja, aber da egal. Waren wir unterwegs. Es war doch kühler. Achso, ja, wir sind auch hochgefahren, ne? Also wir wissen nicht, auf wie viel Meter. Das werden wir euch gleich alles oben am Platz nochmal sagen. Und wir werden euch auch von oben etwas zeigen, weil das müssen wir euch aus der Luft zeigen. Richtig schön. Kleiner Wermutstropfen. Es ist nur heute schön. Ab morgen soll es wieder anfangen zu regnen. Und deshalb werden wir das heute richtig genießen. Und ja, jetzt zeigen wir glaube ich, mal den Platz, oder? Das machen wir. So, und jetzt gleich zeigen wir euch den Platz. Also seid gespannt. So, jetzt bewirkt sich das gerade ein bisschen, aber trotzdem noch angenehm. Und wie gesagt, da unten, das was ihr hinten seht, ist der Gardasee. Und gleich zeigen wir euch den Platz. So, den Weg, den kommt ihr rein. Und dann könnt ihr dort wunderbar stehen. Hier passen, glaube bis zu 8 Mobile, haben sie gesagt. Das kommt, glaube ich, immer darauf an, wie man sich hinstellt. Aber das ist der Platz. Ich gehe davon aus, wir werden nicht alleine bleiben. Die Nacht. Hier laufen nämlich noch einige oder fahren einige Camper umher. Aber wie gesagt, ne? Da haben wir eine Stelle theoretisch. Wolltest du irgendwas sagen? Nö. Guck dir nur, was die Italiener hier so veranstalten. Die unterhalten sich jetzt. Die verunstalten. Und wie gesagt, einmal noch für euch, ne? Bulli, Stefan. Und da geradezu, da ist ein Italiener. Und dazwischen, da wo ihr Luft seht, da sehen wir Wasser. Also wir sehen da richtig schönes Plätzchen. Ja, die Sonne verschwindet jetzt hinter den Wolken. Das soll uns nicht stören. Stefan macht jetzt einen Flug und den seht ihr jetzt.
So, meine Lieben, wir gucken mal da. Da ist ein Zelt. Und wenn Zelt da steht, heißt es, wir haben geduscht. Das war auch dringend notwendig, weil wir sind heute viel gelaufen. Ich glaube, über 3 Kilometer sind wir gelaufen, ne? Hat deine Uhr irgendwas gelabert? Ja, über 3. Dementsprechend muss man dann auch duschen und wir nutzen natürlich das gute Wetter aus. Morgen soll es ja schon wieder regnen. Dienstag Regen, Mittwoch Regen. Donnerstag soll es schön sein, aber Donnerstag wollen wir schon wieder in einem anderen Land sein. Dementsprechend wird es ein bisschen schwierig. Also nicht, dass ihr denkt, wir fahren jetzt noch in ein anderes Land. Also was hätten wir denn hier? San Marino wäre noch, Kroatien wäre noch. Nee. Es geht wieder in Ländern, die wir schon waren. Und ja, der da musste schon einen ausgeben, weil der hatte so Pi mal Daumen recht. Wir haben nämlich etwas beim irgendeinem Laden gekauft. Ja. Und zwar dachten wir, dass wir da Schwein hätten. Ich hatte das Schwein, weil von der Farbe her ist es Schwein. Stefan meint, es wäre Rind, aber das passt ja von der Farbe nicht. Es ist ja bis jetzt nicht anders. Sieht man das? Ja, da. Und ja, beide hatten wir eigentlich Unrecht. Ich hatte mehr Unrecht als Stefan. Er hatte mehr Recht. Mann, das mit dem Recht und Unrecht. Ja, richtig kompliziert. Denn wir haben da Kalb. Schon gewundert, warum wir so viel Geld dafür bezahlt haben. Ja, das kostet. Hab schon gedacht, oh, das wird gutes Schwein sein. Nein, das war Kalb. Ja, das werden wir tatsächlich grillen. Wir grillen am 4. November. Ach, ist das schön. Ja, das Datum nochmal zu erwähnen ist da schon sehr, sehr cool. Ja, sonst könnte man sagen, oh ja, die grillen. Hui, nichts genau. Besonderes. Doch am 4. November, finde ich, ist das schon etwas Besonderes. Und es wird wahrscheinlich auch das letzte Mal sein. Oder sagen wir mal das vorläufig letzte Mal. Vielleicht haben wir nochmal Glück, dass irgendwann nochmal es gut Wetter ist, wo wir sagen, oh, man könnte mal grillen, aber... Ich glaube, das wird man eher nicht zu Hause. Das glaube ich auch nicht. Ja, das wird jetzt alles mariniert, dann kommt es auf den Grill und dann werden wir statt eine Brotzeit eine Grillzeit machen. Ist ja mal was anderes, ne? Genau. Ja, und dementsprechend melden wir uns, wenn das Gegrillte auf dem Tisch liegt und dann werden wir mit einem lecker Wein anstoßen und vielleicht auch einen Schluck Cola, das überlegen wir uns noch. Ja, seid gespannt. Und ja, gleich geht's weiter. Ein paar Sekunden noch. Bam, 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 bam. Wir haben auf jeden Fall Wein eingegossen, Cola, Weinflasche schon wieder leer. Aber es ist erst die dritte Weinflasche, also geht das noch. Ne? Und dritte heißt, jeder hat sich eine Weinflasche ein bisschen geteilt. Pi mal Daumen, Stefan hat ein bisschen mehr gekriegt. Ja, gleich gibt es das Essen. Und weil wir nicht ewig warten können, bis das Essen fertig ist, müsst ihr leider warten. Es gibt nur ein, zwei Bilder gleich zu sehen vom Leckeressen. Und dann, tja, wartet ab. Was wir als nächstes zu berichten haben. Was machen sie denn da? Schnitzel grillen. Damit ihr es auch glaubt. Kann der Marcel noch ein Foto einblenden? Ich habe eins gemacht. Da ich jetzt nicht weiß, ob ich da falsch geschnitten habe. Also Stefan sagte noch, das ist eine andere Art des Grillens und das ist wirklich komplett anders. Das haben wir noch nie gemacht. Nee. Und aber das war nicht so viel. Da ist das Ergebnis. Sind nicht die Reste von gestern. Aber wir dachten, oh, so viel Essen war ja gar nicht. Jetzt war ja nur ein Filet für uns beide. Und also jemals von, wie nennt sich das, Kalb und Hühnchen. Und dachte, ach, dann machen wir noch die restlichen Schnitzel. Jetzt wird mir noch mein Brot gemacht. Das gute Pan Bauletto Bianco. Das werden wir morgen auf jeden Fall noch viel holen. Ja, wir wollen das noch viel essen. Ja. Und wir melden uns nach dem Abwasch wieder. So. Zwei coole Jungs hier. Wir gehen jetzt nochmal spazieren. Wir machen eine abendliche Runde. Genau, weil wir haben ja gut gegessen, wie ihr gesehen habt. Ne? Wurde euch ja alles angezeigt. Muss jetzt auch verdaut werden. Das muss jetzt wieder abtrainiert werden. Und es ist sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob der Marcel das mal zeigen will. So diese Allee hier runter und auch rauf. Und ja. Dann da. Ich drehe mich. Da seht ihr schon mal den Sonnenschein.
Es ist doch noch richtig, richtig gutes. Und dann gehen wir hoch. Wetter. Gehen jetzt zu den Mönchen oder zu den Nonnen. Wir wissen das noch nicht. Es soll ein kleines Kloster da oben sein. Genau. Von daher, wir schauen mal. Mal sehen, was wir entdecken. Und wir hoffen, dass wir Glück haben, dass wir da oben noch schön auf den Gardasee blicken können. Weil da ist gerade richtig gutes Wetter. Genau. Also gutes Wetter. Die Sonne macht da richtig tolle Bilder. Ja. Wir sind gespannt. Und da oben sehen wir dann mehr. Ich glaube, da ist schon das Kloster, kann das sein? Weiß ich nicht. Ein Stückchen, glaube ich, ist es noch nach rechts. Ja, wir schauen mal gleich. Also, bis gleich. Und das ist die Aussicht, die wir gerade haben, da unten auf den Gardasee. Ja, wenn ihr euch wundert, was das hier so für Mauern sind, ja, dort oben ist ein Kloster. Also, da oben. Weißt du, wir wissen noch gar nicht, ob wir denn da weiterkommen überhaupt. Das werden wir gleich sehen. Auf jeden Fall haben wir diese super Aussicht. Und damit ihr mehr seht, wechseln wir die Kamera und dann, wow. Schön, so, schön. Und jetzt machen wir ein super Geheimnis. Mauer, 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 Mauer weg, Mauer weg. Und schon hast du die Sicht. Habt ihr diese Hammer-Sicht auf den Gardasee, auf die Orte dort hinten, eine schöne weite Sicht. Also ich glaube, wir haben heute so zum Italien-Abschluss, ist ja unsere dritte Nacht in Italien. Ja, würde ich mal behaupten, es hätte uns schlechter treffen können. Ist schon schön. Da haben wir schon ganz gut was gefunden. Dank Park 4 Night, muss man mal wieder sagen, ne? Genau. Also falls wir das euch noch nicht eingeblendet haben, dann werden wir das einfach jetzt einmal kurz tun. Also das ist der Platz von Park 4 Night. Und ja, wie gesagt, lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir noch weitergehen können oder nicht. Auf jeden Fall ist da ein Hund. Wo? Oh. Da. Ach, da. Und ja, schauen wir mal, ob es weitergeht oder nicht. So, wir gehen wieder runter, weil da hinten ist wirklich direkt das Kloster. Das heißt, man kommt da nicht weiter. Aber Einen Mönch haben wir eben gerade noch getroffen, hier hinter der Mauer. Er behauptet, es wäre ein Mönch. Ja, da gehe ich ganz stark von aus. Ich wäre mir jetzt nicht so sicher, ob das wirklich ein Mönch war. Naja, es sind nicht so die typischen Mönche, dass die da oben so eine Platte drin haben, eingeschnitten, aber, also einrasiert. Aber, ja, sah sehr danach aus. Doch, doch. Wie gesagt. Drei Hunde. Genau. Der Mönch und drei Hunde. Ist es ein neuer Film? Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall, wir gehen jetzt den anderen Weg lang. Da waren wir vorhin schon mal kurz. Haben das erste Video von dem, bevor wir das im Platz vorgestellt haben, ja, gezeigt. Und da gehen wir nochmal lang, weil da konnte man auch spazieren gehen. Vielleicht sieht man da noch ein bisschen was anderes. Da kommt man vielleicht hin vor den Mauern des Klosters. Ja, sind wir mal einfach gespannt. Also, wie gesagt, den Weg gehen wir jetzt einfach wieder runter. So Leute, ihr seht gerade mich in einem Rot. Das bedeutet, irgendwas muss da hinten sein. Falls ihr irgendwas piepen und klicken hört, Stefan macht natürlich richtige Fotos. Und da seht ihr, da hinten der Gardasee und gerade einen wunderbaren Sonnenuntergang, den wir dort erleben. Ja, und dort auch nochmal das, und jetzt zeige ich euch gleich nochmal mal mit der anderen Kamera. Also, wenn das nicht mal ein Anblick ist, also nicht das, auch nicht das, aber dort hinten die Sonne, wie sie untergeht, also das hat schon echt was.
Stefan packt die Tasche, die Kamera wieder weg, ne? Genau. Das heißt, wir wollen jetzt wieder Richtung unserem Bulli gehen und einfach nur genießen. Und das Recht, es ist echt angenehmer mit Sonnenbrille. Wahrscheinlich haben wir heute noch einen schönen Sonnenuntergang gehabt, würde ich sagen. Und wahrscheinlich die letzte Sonne überhaupt, die wir erstmal erleben, weil für die nächsten Tage wird wieder Regen angesagt. Leider. Ja, leider. Aber vielleicht auch Schnee. Vielleicht auch Schnee. Ne? Wir wollen ja auch Richtung Schnee jetzt wieder fahren. Ne? Also Richtung. Wenn es denn dann schon Niederschlag gibt. In die Alpen. Bitte lieber mit Schnee statt mit Regen. So, jetzt drehe ich mich noch einmal, damit ihr es einfach auch nochmal habt. So zum Abschied. Ja, und dann würde ich sagen, war's dort, ne? Ja. Also zumindest von hier. Wir haben es 16:45 gerade erstmal. Jetzt würdet ihr sagen, was so früh? Aber es wird draußen dunkel und wir haben heute gut was erlebt. Und ich habe ganz schön viel an Daten zu sichern. Und weil ihr selber nichts mehr erleben wird heute. Und ich hoffe, ihr habt heute viel erlebt, denn wir haben heute euch einiges gezeigt, einiges mehr gemacht. Also ihr seht, wenn Sonnenschein da ist, machen wir auch ein bisschen was. Also wir fahren nicht nur umher und essen und schauen Filme. Nein, wir sind auch unterwegs und schauen uns die Gegend an, wenn das Wetter mitspielt. Beim Regen machen wir es nicht, aber zumindest wenn das Wetter mitspielt. Ja, deshalb war es das von dieser Folge auch. Wir wünschen euch eine gute Nacht und viel Spaß bei der nächsten Folge. Morgen geht es in die Berge, morgen geht es hoffentlich in den Schnee. Bis dahin, alles Liebe, ciao, ciao. Sein sollte. Ihr seht auch nicht wirklich was, außer dass da ein kleines Bildchen ist. Wir drehen jetzt, nicht wir drehen, sondern wir filmen jetzt diese Kulisse da hinten nochmal und sind extra nochmal raus aus dem Bulli über Stock und Stein. Und was daraus geworden ist, das blenden wir euch jetzt nochmal ein.